Zahlreiche Besucher zog es am vergangenen Sonntag zum traditionellen goldenen Oktober nach Rottenburg. Auf dem Regionalmarkt boten verschiedene Händler ihre Ware an, wie zum Beispiel Schmuck, Kleidung und regionale Lebensmittel. Darüber hinaus präsentierten sich die Ortschaften, der Einzelhandel sowie verschiedene Dienstleistungen. Außerdem hatten die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Auf einer Bühne vor dem Dom sorgte der Musikverein Dettingen und die Band Secondhand für musikalische Unterhaltung. Bereits seit 20 Jahren hat der Goldene Oktober einen festen Platz im Rottenburger Veranstaltungskalender. Neu in diesem Jahr war allerdings, dass die Besucher nicht nur regionale Luft, sondern auch norddeutsche Luft schnuppern konnten. Grund dafür? Der traditionsreiche Hamburger Fischmarkt auf Reisen war zu Besuch. Dieser versorgte die zahlreichen Besucher mit Fischbrötchen, Salaten und vielem mehr.